Hallo meine Hübschen, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe meine Haare glatt und guck mal, sie sind so lang. Sie sind jetzt schon ein bisschen wieder wellig, einfach weil ich sie im Dutt hatte. Ja, ich weiß, glatte Haare unter dem Dutt macht keinen Sinn, aber ja, ich habe gedacht, ich mache sie jetzt einfach mal für das Video auf. Um was geht es heute? Ich habe Post bekommen und zwar von Urban Decay. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was es ist. Ich werde es jetzt zusammen mit euch auspacken und ich kann es kaum erwarten. Ja, wir machen es einfach mal auf. So, der Karton, ja, geht. Oh. Wenn man das aufmacht, kommt das, ja, Karton, geh bitte zu. Dann kommt das in dieser schönen Verpackung. Hello Little Beauty Junkie, Urban Decay, Beauty with an Edge, steht hier drauf. Vielen Dank für deinen Einkauf. Hast du Fragen zu deiner Bestellung? Diskutiere mit Anwendungen und Produktexperten. Bla bla bla. Keine News mehr. Okay, es sind einfach nur so ein paar Informationen. Das finde ich halt cool. Und ach, schaut mal, wie schön. Dann haben wir hier eben schwarzes Seidenpapier und hier haben wir von Urban Decay dieses Logo quasi. Das mache ich jetzt ganz vorsichtig mal auf. Was drin ist, sieht so aus. Wir haben hier ein Pröbchen, das konnte man sich aussuchen, beziehungsweise es gab eigentlich nur das zur Auswahl, darum konnte man sich doch nicht wirklich aussuchen, aber es sind Lippenstifte. Und zwar sind es die Urban Decay Revolution Lipsticks. Sieht irgendwie ziemlich cool aus. Und wenn man das aufmacht, bekommt man 4 der Lippenstifte als Sample. Hier oben sind eben alle da aufgelistet, die es gibt. Und unten haben wir diese 4. Da haben wir 69, Rush, Streak und Liar. Und ja, sind Lippenstifte. Ja, ich weiß nicht, ich trage Lippenstift nicht gern mit einem Lippenpinsel auf. Tut mir leid, ich werde wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit in meinen Haaren rumfummeln müssen. Aber das liegt daran, dass sie glatt sind und ich muss das dann tun. Ich mag das lieber einfach als Lippenstift. Und darum mal gucken, wann, wie und ob ich diese Lippenstifte verwenden werde. Kommen wir aber natürlich zum Herzstück meiner Bestellung. Oh, ich freue mich, Leute. Ist diese Verpackung nicht schon der Oberwahnsinn? Wenn man sie umdreht, sind da eben noch mal die ganzen Farben drauf. Und oh mein Gott, ich kann es nicht erwarten, sie auszupacken. Was steht denn da so alles drauf? You can never have too much of good things. Satisfy eyeshadow wise with 20 velvety, never before seen shades from an amazing soft black and a stunning burgundy to a rich smoky red black. Thinner, sleeker and even more convertible than our previous Vice palettes. The mesmerizing jeweled inlined case includes a huge mirror and a double-ended shadow and crease brush. The perfect finish touch, a gorgeous matching bag, perfect for stashing makeup brushes. Okay, war jetzt auf Englisch, steht nur auf Englisch drauf, sonst hätte ich es euch nochmal anders vorgelesen. Aber yay! Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. So, wir packen das jetzt erstmal aus. Ich möchte es nicht kaputt machen. So, ganz vorsichtig. Ach, guck mal, hier drin, die Farbe ist so fast schon neongrün. Ziemlich schön. Auch wenn man das ja eigentlich sonst nicht sieht. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ich wusste es. Die Palette kommt in so einer Tasche mit einem Reißverschluss hier oben, die eben vorne nochmal hier Decay drauf hat und eben hinten weiterführend diese Linien. Und ich finde die echt praktisch. Ich meine, das ist eine super Größe. Ich weiß noch nicht genau, was ich reinmachen werde, aber da finde ich bestimmt was. Und ja, wir machen es jetzt mal zusammen auf. Mein Handy klingelt. So, das war mein Freund. Jetzt kann es weitergehen. So, wir haben aufgemacht. Und wir holen sie jetzt raus. Ich muss ganz vorsichtig sein, weil ich möchte nicht jetzt schon gleich am Anfang Datscha drauf haben. Leute. Moment, ich drehe sie euch um. Ich drehe sie euch um und zeige sie euch. Es wird sich wahrscheinlich alles spiegeln, aber schaut mal, wie toll. Also ich bin begeistert. Vorne hat sie eben dieses Metallische mit eben auch wieder diesen Streifen, die man auch schon auf der Tasche hatte. Und dieses Weiß. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Ich hole es euch einfach mal ein bisschen näher. Und wenn man sie umdreht, ist sie hinten wieder in diesem Grün, wie auch die Innenseite vom Karton. Und was steht da drauf? Urban Decay Weiß. Oh Gott, ich habe Angst, dass sie mir runterfällt. Das wäre eine Katastrophe. Beauty with an Edge, bla bla bla. Wie viel da drin ist. Interessiert euch das? Ich kann euch das einfach mal vorlesen.
20 x 0,8 Gramm. Ja, der steht jetzt auch gar nicht. 12 Monate haltbar nach dem Öffnen, also ganz ehrlich. Die liebe Ewigsein hatte neulich mal so ein naja, sie hat das nicht gepostet. Sie hat darüber berichtet, über ein Mädchen, die die Sachen wegschmeißt, wenn die Sachen abgelaufen sind. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Diese Palette hat knapp 50 Euro gekostet. Ich werde die ganz bestimmt nicht in einem Jahr wegschmeißen. Ich glaube, es waren 48 irgendwas. Ich habe die ja im Presale bei Urban Decay bestellt und ja. Ich habe sie vorgestern bestellt und sie kam heute schon an. So, wir machen sie jetzt auf. Och, ich kann es nicht erwarten. Und sie ist so wunderschön. Also, wir haben hier erstmal diesen Spiegel. Den lasse ich jetzt noch zugeklebt, weil sonst spiegelt sich da immer alles so doof. Okay, wir schauen uns erstmal den Pinsel an. Da habe ich gehört, dass der wohl nicht so toll sein soll. Der kommt eben wieder in so eine Plastikhülle. Hat eben hier so einen ganz normalen Lidschattenpinsel und auf der anderen Seite ein Blendepinsel. Die sind beide sehr, sehr weich und synthetisch. Ja, mehr kann ich dazu jetzt irgendwie auch nicht sagen. Und dann kommen wir zu den Farben. Ist die nicht der Wahnsinn? Ich hole euch die Kamera jetzt mal andersrum, damit ihr die Farben einfach näher sehen könnt. Und ja, bis gleich. Wir beginnen einfach mal hier oben mit Truth. And Done. Downfall. DTF. Dragon. Freeze. Heroin. Broke Down. Vanity. Lucky. Rain. Bobby Dazzle, Sonic, Bondage, Alchemy, Alien und die letzte Reihe, Last Sin, Angel, DEFY, ich weiß nicht genau, wofür das steht, könnt ihr mir ja gerne mal sagen, und Revolver. Ich zeige sie euch nochmal in der Gesamtübersicht und oh mein Gott, die Farben sind so toll. Natürlich wird es jetzt auch noch Swatches geben und ich werde sie erstmal ohne Base swatchen. Truth. Undone, Downfall und DTF. Ich bin jetzt in alle nochmal reingegangen, einfach damit die Farben noch etwas intensiver sind. Wenn man das natürlich mit einer Base macht, kommen die noch besser raus. Dragon, Freeze, Heroin, Broke Down. Die nächste Reihe, Vanity, Lucky, Rain und Bobby Dazzle. Alien. Alchemy, Bondage und Sonic. Und ich glaube, das ist eine meiner liebsten Reihen bis jetzt. Wobei die mit Dragon und Freeze und Heroin auch der Hammer ist. Oh mein Gott, die sind so schön, die sind so schön. Und zur letzten Reihe. Das ist Last Sin, Angel, DEFY und Revolver. Revolver ist eigentlich ein bisschen blauer, als es jetzt hier rauskommt. Jo. So, das waren alle Farben aus dieser unglaublich wundervollen Palette von Urban Decay, die jetzt eben, wie gesagt, ganz neu rausgekommen ist. Ja, ich hoffe, sie wird es auch bald auf Douglas geben, damit ihr alle sie bestellen könnt, weil sie ist ein Traum. Wir haben eben hier auf der Seite, ich mache diesen Pinsel wieder raus, sonst fällt er mir nur irgendwann runter. Wir haben hier ganz unten in dem Fall jetzt eben diese neutralen Töne, die einfach super sind zum Verblenden oder eben auch um was Natürliches zu schminken. Wir haben in der zweiten Reihe diese wunderschönen Farben, vor allem Dragon und Freeze, also das Blau und das Grün. Wow, einfach nur wow. Die nächste Reihe auch einfach toll. Ich weiß nicht, Bobby Dazzle ist glaube ich nicht ganz so mein Fall, weil es einfach mir ein bisschen zu hell ist. Aber Lucky. Lucky, wie schön war Lucky. Ich finde keine Worte dafür. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach wunderschön. Lucky ist dieses wunderschöne Gold. Ja, Farbabgabe 1A. Die nächste Reihe, da habe ich euch ja eben schon gesagt, wie gern ich die mochte. Das sind super Farben, jetzt auch gerade für den Herbst mit diesem wunderschönen Ton Sonic. Hammer. Und die letzten sind auch wunderschön. Eben ein bisschen dunkler, aber trotzdem noch recht neutrale Töne. Eben auch mit diesem Taupe hier. Und
Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Wie ihr seht, ich bin heute schon ein bisschen geschminkt, auch wenn nicht sonderlich doll. Aber ich weiß nicht, heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht noch, ein Video dazu zu machen. Ich habe aber vor, die nächsten Tage, Wochen, wie auch immer, ein paar Looks mit dieser Palette auszuprobieren. Und ihr werdet natürlich live dabei sein. Wenn ich es schaffe, werde ich das schon morgen machen, also meinen ersten Look dazu. Und ja, ich bin happy. Ich bin so, so happy. Sie hat natürlich jetzt schon die ersten Datscha. Das ist das gute Stück. Ich bin einfach nur überwältigt und ich habe sie mir genauso schön vorgestellt, wie sie wirklich ist. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wart live dabei bei meinem Unboxing. Vielleicht hat euch das Video geholfen bei der Entscheidung, ob ihr die Palette auch braucht oder eben nicht. Wobei ich finde, alle sollten sie brauchen. Alle sollten sie brauchen, ist kein gutes Wort. Und hier, mein Stativ ist umgekippt. Zack. Ich hatte mich schon gewundert, warum ich so komisch im Bildschirm bin. Vielleicht hat euch das Video geholfen, um euch mehr klar darüber zu werden, ob ihr die Palette haben wollt oder nicht, ob ihr sie braucht oder eben nicht. Als ich das erste Mal Swatches davon gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich brauche sie. Ja, sie ist hier. Ich bin glücklich. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder mit dann wahrscheinlich einem Look mit der Palette. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!